So, hallöchen ihr Lieben und willkommen bei Assassin's Creed 1. Es geht weiter und kleine Nebeninfo für euch, falls es euch interessiert. Demnächst sind ein paar Projekte fertig. Das heißt, weil es schon mehrfach gewünscht wurde in privaten Nachrichten, ich solle doch bitte Assassin's Creed täglich machen. Ich werde es bald täglich machen. Könnt ihr auch alles dann in meinem Online-Plan sehen, wann es soweit ist, weil dann steht es da drin, den werde ich immer so gut es geht aktualisieren. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie, sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Jo, ist okay. Ihr euch versucht fühlen, geht und betet. Bittet Gott um seine Führung. Wenn eure Herzen rein sind, will er euch erhören. Das war Nummer 1. Sarazenen werden von uns ausgemerkt. Wir warten sie aus meinen Augen und mit euch. Vertrieben sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden. Mehr denke ich mir gerade nicht. Zack, den haben wir auch. Und jetzt brauchen wir noch da drüben. Nee, war's doch schon. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn's doch so ist, ist doch cool. Wir kamen in Frieden in das heilige Land, um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch sie wendeten sich ab, weigerten sich, ihn als ihren Erlöser zu erkennen. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Gern es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Gern geschehen. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Was ist denn falsch gemacht? Sagt es mir doch. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Haltet euch fern von mir. Ich bin nicht mehr Jürgen und Jürgen der Boss. Schickt mich vor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uiuiui, jetzt kommt die Großen machen auch noch. Komm, du gut. Ich verzieh mich lieber. Weg hier. Mach den verdammten Weg! Bewegt euch! Oder ich werde euch über den Haufen rennen! Ihr müsst mir irgendwo schicken! Bitte geht! Schnell weg! Die sind zu stark für uns. Und noch nebenbei erwähne gleich, eins der Spiele, das heute am Sonntag sein Ende findet. Ja.
Der hat mich nicht gesehen. Ist doch schon mal prima. Ja, ja, such du mal. Sehr schön. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ich flehe euch an. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Tot. So. Dann gehen wir mal wieder zu unserer Hauptmission. Ups. Die da unten immer so brüllen. Altair. Wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Okay, freie Hand, sehr schön. Ja, ich würde jetzt gerne wieder raus. Soll ich hier irgendwas tun? Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. So, let's go. Schnappen wir uns den... Ich sag jetzt einfach mal. Dr. Frankenstein. Muah. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Osterfest gehabt und noch schöne Feiertage und Wochenende und was halt auch noch so alles war. Klar, manche mussten arbeiten. Bin auch ehrlich, mit denen habe ich auch sehr viel Mitleid. Denn es ist nie schön, an Feiertagen zu arbeiten. Kommt aber leider überall mal vor. Hatte ich selber auch schon. Ja, soweit so gut. Wo geht's denn lang? Ich freue mich über die positive Resonanz, die ich öfter mal bekomme. Und das sehe ich auch, dass ab und an mal ein Abo mehr kommt, mal ein Abo weniger. Stören tut's mir nicht, das wisst ihr ja. Was gibt's noch zu erwähnen? Ja, wie gesagt, es kommt definitiv das Spiel, was demnächst beendet ist. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Da will ich doch gar nicht lang. Fix. Warum würde jemand so etwas tun? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Warte nach oben. Er sollte aufhören, die Narbe zu benehmen. Dort ist er. Die Ratten haben mir geworfen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich habe nur deinen Kumpel umgebracht, passt schon. Verzeihung bitte, dass ich hier störe. So, jetzt gehen wir erstmal noch schnell den Punkt holen. Na komm, gib Gas, Junge. Ich weiß, dass du hier bist. Hallo Adler.
So, wieder ein Aussichtspunkt mehr. Und plopp. Was für ein Kranker redet hier. Wer hat das getan? Zeigt euch! Ein Assassine! Er hat gemordet! Sitzt jetzt endlich ruhig. Mann, Mann, Mann. Ist auch weg. Stirb endlich. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Ich frage mich, wo dieses Geräusch herkommt. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Auf dem Turm, nein. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Halt die Pappen. Da unten ist auch noch einer. Was drücke ich denn immer? So, jetzt gucken wir mal hier runter. Sind mehrere Gegner. Ob mir das so gefällt? Nicht wirklich eigentlich. Gibt's da nicht nur einen normalen Weg? Irgendwo rein? Also die auf dem Dach sind alle weg. Ich frage mich nur, wo die gestörten Geräusche herkommen, um ehrlich zu sein. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir! Bitte! Ihr müsst mir helfen! Geht da jetzt vor sich? Ich würde ihm ja helfen, aber... Ach, das genug ist der Doktor. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na, alles wird wieder gut. Nein! Gebt nein. mir eure Hand! Rührt mich nicht an!
nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle Beine. Das ist nicht euer Ernst. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? So, und ich soll da rein. Bergheide! Heide! Jetzt! Ich bekam Okay, wir sind gestorben. Nee, noch nicht ganz. Da wollen da ist er hinüber. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur.
Ich weiß es sogar. Patienten werden sich mir danken, dass er hinüber ist. Wer kann so was getan haben? So, ich würde sagen, wir verschwinden zu einer. Oh Mann, guck mal das Mädel an, er ist voll die blauen Flecken. Ein Mörder läuft frei herum. So, wir verziehen uns einfach mal. Hast du noch nicht genug gejammert? Du kannst doch nicht handeln. Gehen mal zu unserem Assassinenversteck. Die Mission komplett zu beenden. Na komm. Junge, ich hab dich schon besser klettern sehen. Oh, und abgerutscht. Ist ja herrlich. Das wollte ich jetzt eigentlich weniger. Da wollte ich nicht. So, was gibt es denn hier? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung. Sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, zu dem Gedächtnisabschnitt. Attentat beendet. Sehr schön. Ich sage mal, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked und kommentiert. Ich habe übrigens auch ein neues Outro, das sagt euch auch, was mir gefallen würde. Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Oh, wir durften mal wieder aus dem Animus raus, okay. Gutes Ende, würde ich mal sagen. Gutes Schlusswort, wie auch immer. Ich kann natürlich nicht rennen, gar nichts, wie immer. Dann gehen wir halt wieder in unsere Zelle. Was zum... Jemand war hier drin. Sieht aus wie ein Zugangscode. Toilette, Dusche. Aber gut eingerichtet ist er ja, ne? Die Kamera, die uns filmt. Finde ich auch nett, dass man sogar beim Duschen gefilmt wird. Aber okay. Dann schlafen wir eine Runde und in der nächsten Folge geht es dann weiter, meine Lieben. Wir sind raus. Ich wünsche euch noch was.